Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie man bei der G-Shock das automatische Licht einstellt. Und zwar geht das in wenigen Schritten. Der normale Lichtschalter bei der G-Shock befindet sich hier oben. Ein Klick, das Licht ist an. Wenn man das Licht im Automodus anschalten möchte, betätigt man den Schalter für 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Und zack, beim Neigen von 40% am Handgelenk schaltet sich das Licht automatisch ein. Das kann sehr praktisch sein. Für alle, die es wissen wollten, jetzt wisst ihr es. Ganz easy, 5 Sekunden, viel Spaß und vielen Dank fürs Schauen.